Oh, guck mal, eine Kamera. Herzlich willkommen am Schulzentrum Buchheim. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur diesjährigen Preisverleihung für unseren Musikwettbewerb Get Loud for Respect. Ich sitze hier mit meiner charmanten Kollegin Caroline Mentges und ich mit meinem noch viel charmanteren Kollegen Stefan Meine. Gemeinsam präsentieren wir euch diejenigen Schülerinnen und Schüler, die bei unserem Musikwettbewerb ordentlich abgeräumt haben. Los geht's! Eingereicht wurden uns zahlreiche Beiträge. Einer kreativer und musikalischer als der andere. Was ihr geleistet habt, ist wirklich beeindruckend und wir sind begeistert. Das fand auch unsere Jury, dennoch musste sie sich entscheiden. Das hat sie gemacht und zwar in 7 Einzelbeiträgen und 3 Gruppenbeiträgen, die wir euch nun präsentieren. Den dritten Platz in der Gruppenkategorie haben belegt Ida und Ava vom Freiherr von Stein Gymnasium aus Leverkusen mit ihrem Song Hab Respekt. Vielen Dank für den Preis. Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr wieder. Von Ida und Ava. Den zweiten Platz in der Gruppenkategorie haben gewonnen die Dead Unicorns. Bestehend aus Konstantin, Jack, Mats und Justus von der Freien Aktiven Gesamtschule Wülfrath mit ihrem Song Freiflug. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir sind die Dead Unicorns, Konstantin, Justus, Mats und Jack. Wir haben den zweiten Platz gemacht und wir sind nächstes Mal gerne wieder dabei. Ja! Der erste Platz bleibt in Köln, am Apostelgymnasium. Mit ihrem Song Everyone is the Same haben gewonnen Laurent, Philipp und Emil. Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank für die Urkunden und das Preisgeld. Euer Philipp, Laurent, Emil. Bei den Einzelpreisen hat es unsere Jury ganz besonders schwer. Denn nur 3 Plätze vergeben war schier unmöglich. Deswegen wurden Sonderpreise vergeben. Der erste Sonderpreis geht an Miriam vom Ferdinand-Franz-Weyraff-Gymnasium für ihren wunderbaren Song Wir sind eine Familie. Außerdem küren wir Natascha für ihren Song Come Home von der Freien Aktiven Gesamtschule Wülfrath. Außerdem haben wir Ava von der GGS Waldschule in Leverkusen mit ihrem Song Du respektierst mich noch nicht. Herzlichen Glückwunsch! Weiter geht's mit Platz 4. Diesen hat belegt Makeda von der Werner-Heisenberg-Realschule mit ihrem Song Sometimes. Herzlichen Glückwunsch! Den dritten Platz gewinnt Kira vom Apostelgymnasium mit ihrem Song A Little Respect for Yourself. Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank für die Möglichkeit, hier mitzumachen und danke für den dritten Platz. Ich freue mich so dolle und bin schon sehr gespannt aufs nächste Jahr. Kommen wir nun zu den beiden Gewinnern in der Kategorie Einzelbeiträge. Den zweiten Platz gewinnt Mila mit ihrem wunderbaren Song Time to Fight vom Georg-Büchner-Gymnasium in Rating. Herzlichen Glückwunsch! Hey, ich bin Mila. Vielen, vielen Dank für den tollen Preis und die schöne Urkunde. Ich habe mich wirklich richtig, richtig doll gefreut und ich freue mich auch schon auf nächstes Jahr, wenn ich vielleicht wieder mitmachen kann. Tschüss! Die Jury begeistert und das im wahrsten Sinne des Wortes so richtig, hat Julia vom Gymnasium Alleestraße in Siegburg mit ihrem Lied Im Moment. Herzlichen Glückwunsch! Vielen lieben Dank an alle Beteiligten. Ich finde es echt toll, dass es jetzt auch auf diesem Wege klappt, ohne Preisverleihung. Ich hoffe, ihr habt noch einen echt coolen Sommer, macht weiter mit der Musik und vergiss nicht, seid nett im Moment. Unser größter Dank gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Eure Leistung war großartig. Ein großer Dank außerdem unseren Jurymitgliedern. Allen voran Ariane Skupsch von der Rochus Musikschule hier aus Köln, Louvrois Langfort, Intendant der Kölner Philharmonie, und Levent Janseven, Musiker und Komponist, auch bekannt als Left Hand und Can Seven, hier aus Köln. Vielen Dank. Left or right hand? Ja, gut, oder? Ja. Alles gut gemacht?